So, meine Lieben, und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute haben wir uns aus Versehen schon mal wieder etwas aus unserer Küche, weil man hat Hunger. Heute gibt es eine Erbsenpfanne. Hört sich natürlich erstmal ein bisschen interessanter an oder anders als sonst. Könnt ihr natürlich auch wieder beim Camping machen. Wir fangen wieder an mit Zwiebeln, aber diesmal anstelle von Speck haben wir da Fleischwurst drin. Ah ja, das könnt ihr auch nehmen. Das ist sogar diesmal aus Versehen für unsere muslimischen Mitbürger geeignet, weil das ist Geflügelfleischwurst mit Knoblauch. Mit all die schönen Sachen, die ihr auch mitnehmen könnt, wenn ihr zum Campen geht. Braucht eigentlich keine Kühlung, zumindest nicht für die Zeit, die da ist. Lass mal das einmal kurz anbraten. So, und dann im Anschluss kommt die Hauptzutat da rein, nämlich das. Weil sowohl Kichererbsen wie auch normale grüne Erbsen sind sehr lecker. Vor allen Dingen, wenn man die angebraten hat. Jetzt zusammen mit ein bisschen Fleischwurst und Zwiebeln dabei. Alles wieder abgelöscht mit leckeren Tomaten, aber diesmal nicht mit den scharfen Tomaten, die vorgewürzt sind. Wir haben aus Versehen mal eine stinknormale gehackte Tomaten. Aber ein bisschen gecheatet haben wir trotzdem. Wenn ihr das hier irgendwo seht, nehmt euch das. Das ist richtig lecker, gibt es auch in scharf. Was? Moment. Alles ohne Huhn! Huhn! Ein Huhn! Das ist jetzt Muxel, das auch hier wieder sehen können. So, jetzt schmeißen wir da die Erbsen rein. Maschallah. Für die Erbsenpfanne, weil sonst wäre das ja ein bisschen erbslos. Erbslos, ja. Hier keine Erbsfläche. Jetzt erinnere ich mich an die Erbswurst. Erinnere dich noch an die Erbswurst, das war super für Prepper, aber die ist jetzt leider nicht mehr da. Also ich finde vor allen Dingen mit Blick auf die Zeiten, die wir jetzt haben und diese Notfälle, die vielleicht kommen, sollte da per Petition wieder eingeführt werden. So, die Firma sollte dazu verpflichtet werden, die Dinger herzustellen. Dann muss Knorr wieder die Erbswurst machen. Ah, mit Ei war jetzt nicht, nein. Erstmal noch ein Bierchen. Der mazedonische Rettungsführer. Dachte Deutsche. Sagt der Deutsche, ja. Und natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen zum Nachwürzen. Einmal Knoblauch. Können wir auch jetzt schon machen. Kann nämlich sparsam sein, Knoblauch ist die Käse, dann muss das sein. Weil der fertige Knoblauch, der schmeckt sowieso immer so ein bisschen. Wir schmeißen auch jetzt schon direkt das Maggi mit rein, weil das hilft tatsächlich so ein bisschen Geschmack zu geben beim Anbraten. Auch hiermit nicht sparsam sein, meine Damen und Herren. Weil der Magie von Maggi dürfen sie sich nicht entziehen. Gehen wir erstmal wieder. Boah, das riecht jetzt schon. Der Geruch von Maggi angebraten ist irgendwie. Boah. Bonwasser, bevor wir das. Das deutsche Soja. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist die deutsche Sojasauce Maggi. Ja? Die Magie von Maggi. Natürlich auch wieder schön einfache Arbeit, weil. Zusammenkippen dauert nicht lange, anbraten ist 5 Minuten Sache oder so. In Neudeutsch heißen die Dinger One-Pot-Gerichte. So oder so ähnlich. Geben wir dem jetzt schon die Tomaten. Oh, komm, wir geben ihm erstmal noch ein bisschen Maggi. Und nach dem Maggi auch direkt schon. Puh. So. Auch direkt schon Tabasco, ebenfalls nicht sparsam sein, ebenfalls mit anbraten. Weil ich finde, wenn man manche Gewürze schön krass erhitzt, kriegen die extra Gay-Geschmack. Gay. Aber macht man keine Witze. So, ach, stellt euch an, meine Güte. Wo kommen wir denn hin? Boah, der Nebel. So, und zum Schluss einmal der Haufen. Waren jetzt die gehackten Tomaten mit einem guten Schluck von dem Tomatenmark oben drauf, also nicht wundern. Sei ab in den Müll und einmal durchmengen. Und schon habt ihr eigentlich euer Campingessen oder arme Leute Mahlzeit fertig, weil das ist nicht teuer gewesen. Ich glaube, die beiden Dosen haben jeweils 50 Cent gekostet, 60 Cent, dann also sind wir da jetzt vielleicht so bei 1,20. Die Fleischwurst kostet in sich selber, ich glaube, auch knapp 2 Euro, also sagen wir 1 Euro für die Hälfte, die wir da reingemacht haben. Und noch irgendwas, ja, die Gewürze so ein bisschen nebenher. Aber das ist ja. Und die Zwiebel, aber was kostet so eine Packung Gemüsezwiebeln? Was schleichst du da so rum? Sehr verdächtig. Aber, oh.
Guck mal, das sieht doch eigentlich auch schon lecker aus. Das könnte dem Ganzen noch ein bisschen geben auf der Erdplatte oder auf eurem Campingkocher oder auf eurem offenen Feuer, je nachdem, wo ihr es gerade macht. Ist natürlich jetzt wieder für 2-3 Leute eingeplant, so. Wenn ihr jetzt draußen unterwegs seid, könnt ihr das natürlich ein kleiner machen. Aber damit haben wir auch schon das Essen für den Tag fertig. Schnelle Küche, billige Küche, Hauptsache wir werden satt. Ach, und noch ein bisschen Salz, bevor wir es vergessen, weil das vergessen viele gerne mal. Nur ein bisschen. So. Das gibt nämlich Geschmack. Dann Maggi hat zwar natürlich auch genug Salzanteil reingehauen, aber ein kleines bisschen reguläres Salz hilft immer. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt können wir warten, so lange wie ihr wollt. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis die Flüssigkeit mehr raus ist für meinen Geschmack. Und dann wird gegessen. So, ich hoffe, es schmeckt euch. And you have a good one.